Oh. Moment. Ja, Entschuldigung, hab gerade mein neues Radio angehört. Von Peter. Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Löwenzahn Fanclub. Und viele Grüße nach da oben. Denn heute war ja die Beerdigung von Helmut. Und wir haben auch in eurem Namen, im Namen aller Fans vom Löwenzahn, einen kleinen Blumengruß organisiert. Und ja, wie gesagt, heute früh war die Beerdigung. Ja, da ist er weg, unser lieber Nachbar. Tja, war auch ein sehr schwerer Schlag für uns, gerade für mich. Denn, naja, 15 Jahre kannten wir uns denn doch schon, der liebe Helmut und ich. Und ja, wie ich schon geschrieben habe auf der Webseite oder auch bei Facebook, er war immer jemand, den konntest du immer anschreiben und du hast eine Antwort bekommen. Er war für seine Fans immer da. So auch für das Hochzeitspaar, das mich mal angeschrieben hatte. Da war er einer der Ersten, der geschrieben hat, ja, kein Problem. Ich spiele gerade Theater, komm vorbei. Ja, da bin ich dann hingelaufen. Es war noch hier am Kudamm. In der Komödie, da hat er gespielt. Und eigentlich waren wir verabredet vor der Vorstellung im Foyer. Da stand ich dann. Und stand, und da kam aber keiner. So, und dann bin ich einmal rum ums Theater und habe versucht, Helmut zu erreichen. Ja, und er war auch erreichbar. Er ging die Tür auf und, ja Mensch, entschuldige, hat er sich entschuldigt. Er hatte, irgendwie kam da was dazwischen. Und es war ein paar Minuten vor dem das Stück beginnt. Und trotzdem, ja, komm mal mit, hinter die Bühne. Und dann nahm er sich die Zeit und hat das Bild vom Hochzeitspaar unterschrieben. Und so konnte ich dann dem Hochzeitspaar das auch schicken. Und auch Guido hat unterschrieben und Sanam, glaube ich, auch. Jo. Aber das war Helmut. Also wenn es ihm möglich war, hat er alles für seine Fans getan. Tja. Und wir werden ihn auch, glaube ich, nie vergessen, unseren lieben Nachbarn. Ich sage auch einen lieben Gruß nach da oben. Grüß mir Peter. Ja, gerade heute, ich habe ja noch im letzten Jahr ein Interview geführt, er hat mich ja eingeladen, mich und meine Familie zu sich. Und da haben wir ein Interview gemacht, beziehungsweise wir haben über die Löwenzahn, verschiedene Löwenzahnfolgen gesprochen. Dort ein bisschen was dazu erzählt. Und das hatte ich ja immer noch auf der Festplatte liegen, weil ja, im Nachhinein war die Tonqualität nicht ganz so toll. Da war ich gerade heute dran, das nochmal zu sichten. Und bin über eine Stelle gestolpert, wo wir uns über Frau Susemihl unterhalten haben. Lieben Gruß an Uschi Stark, wenn du das hier siehst. Alles Liebe. Ja, und ja, die letzte Stelle, bevor ich jetzt gerade unterwegs war, kurz unterwegs, und die letzte Stelle war, wo ich gerade war, da sagte er, ja, Frau Susemihl taucht jetzt nur noch als Bild bei uns auf beim Dreh. Irgendwann, ja, irgendwann wird es mir auch so gehen. Jetzt kam es schneller als gedacht. Also diese Stelle war jetzt die letzte, dann musste ich erstmal ausmachen. Ja,
Liebe Grüße an Helmut Söhne und seine Familie. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Und wenn es irgendwas gibt, was ich tun kann, meldet euch. Ich bin für euch da. Ja, für alle Löwenzahn-Fans. Ja, schreibt mir doch mal, welche war denn eure erste Folge mit Paschulke? Was ist eure Lieblingsfolge? Es gab ja so viele. Meine zum Beispiel ist ja unter anderem, also von den Classics, eine Ess- und Fressgeschichte. Dazu hat er in dem Interview auch noch einiges erzählt, dass er eigentlich die Idee hatte und wollte jahrelang machen. Aber ich werde zumindest Teile von diesem Interview auch online stellen. Das wird noch ein bisschen dauern. Das kommt noch. Und dann werdet ihr es auch sehen und hören. Das letzte Interview mit Helmut. Ja. Aber um mal was Fröhliches zu machen. Helmut war ein sehr fröhlicher Mensch. Also, welche Löwenzahnfolge war denn die erste, an die ihr euch erinnert, wenn ihr an Paschulke denkt? Schreibt es mir mal hier unten in die Kommentare. Das würde mich mal interessieren. Und was sind so, also entweder eine Folge oder was ist das Erste, was euch einfällt, wenn ihr an Herrn Paschulke denkt? Ja, und habt ihr denn auch Helmut in anderen Produktionen gesehen? Oder in den Hörspielen oder Hörbüchern? Habt ihr da irgendwas gerne gehört mit ihm? Er hat ja zum Beispiel bei der Drei Fragezeichen Live-Tour. Bei der ersten war er Erzähler, war ja auch gut befreundet mit den drei Sprechern. Ja, er hatte dann für Audible das Rad der Zeit gemacht. Ah, meine Bearbeitung ist fertig. Ja, er hat für Audible das Rad der Zeit gemacht. Das haben bestimmt auch einige Erwachsene gehört. Ja, schreibt mir mal bitte, mit was verbindet ihr? Zum einen, welche Folge oder welche Szene fällt euch ein, wenn ihr an Herrn Paschulke denkt? Und habt ihr von seiner Arbeit, von Helmut Kraus, noch andere Sachen gehört? Und wenn ja, welche? Welche sind euch in Erinnerung geblieben? Er war nämlich zum Beispiel auch bei der Serie Die Pinguine aus Madagaskar. Da hat er ja den Assistenten von King Julian gesprochen, mir fällt gerade der Name nicht ein. Nicht in der Fortsetzung. In der Fortsetzung wurde er umbesetzt, aber in der Zeichentrickserie Die Pinguine aus Madagaskar war er. Wie hieß er denn? Fällt mir nicht ein. Aber da hat er den Assistenten von King Julian gesprochen. Natürlich Pulp Fiction kennt ja jeder. Ne? Jo, das schreibt mir mal bitte in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten, ja, sollte das Video eigentlich nur ein kleiner Gruß sein an euch alle. Wir sind noch da. Ich hatte überlegt, ob ich den Löwenzahn-Fanclub komplett einstelle. Aber ich denke mal, Peter und auch Helmut hätten das nicht gewollt. Sie liebten die Sendung und sie fanden das auch gut, was wir machen, die Seite und die Informationen. Und deswegen werden wir weitermachen. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Es gibt wieder neue Einträge unterm Löwenzahn-Lexikon. Dann ist mir aufgefallen, es waren einige Einträge zu Peters Arbeiten, die waren gar nicht übernommen worden. Ich hatte das ja vor kurzem oder vor längerer Zeit ja auf die oder in die Webseite wieder integriert, Peters Arbeit. Und dabei fehlte mir Mammutland, sag schon, Wolpertinger Wochenshow und Peter und Atze. Die Seiten sind jetzt wieder verfügbar. Ja, so wird das immer weiter erweitert. Es gibt demnächst das Interview mit Helmut, Teile davon. Ich werde das wahrscheinlich in so kleinen Videos machen. Und die werdet ihr natürlich auf der Webseite finden oder bei YouTube direkt bei unserem Kanal hier oder auch bei Facebook.
Bei Instagram bin ich auch. Ja, schaut mal vorbei, wenn es euch gefällt, schreibt mal was. Ihr könnt auch gerne ins Forum kommen. Und wir haben ja neue Drehorte gefunden, so jetzt zur Architekturfolge, die demnächst ausgestrahlt wird. Da hatten wir schon den Drehort, war ja nicht ganz so schwer. Es gab einen Zeitungsartikel, da wurde erwähnt, dass dort gedreht wurde und dann sind wir hingefahren und haben da halt Fotos gemacht. Der liebe Juri und ich. Dann haben wir ja die Mühle entdeckt. Und ja, so wird es weitergehen. Wenn ihr einen Drehort gefunden habt und den haben wir noch nicht, dann schreibt uns, schreibt mir, sascha@löwenzahnfanclub.de. Dann versuche ich dahin zu kommen, außer er ist bei euch in der Nähe. Ich bin ja hier mehr so Berlin, Berlin-Brandenburg in der Ecke. Dann, wenn er bei euch in der Nähe ist, dann tut mir den Gefallen, wenn ihr könnt, macht mal einfach Fotos, fahrt hin, gerne auch ein Video und schickt es mir. Dann werde ich das einbinden. Ansonsten gibt es noch keine direkten News, aber ich plane, eine Peter Lustig-Ausstellung zu machen. Vielleicht im nächsten Jahr. Genaueres weiß ich noch nicht. Ist gerade so eine Idee von mir. Ich war ja damals in Freudenberg und ja, war ganz nett dort. Was mir ein bisschen gefehlt hat, war etwas zur Geschichte von Peter. Zu seinen Arbeiten. Nicht nur, Peter ist ja nicht nur Löwenzahn. Ich werde keinen Löwenzahn-Bauwagen da haben. Das werde ich nicht. Aber es gibt halt viele Informationen und viele Sachen, die wir zeigen können und die ich euch zeigen will und auch den anderen Fans, worüber man was erzählen könnte. Und das ist so die Idee, die ich habe und die würde ich gerne umsetzen wollen. Das Ganze kostenlos. Ja, mal gucken. Da habe ich schon eine Idee und es wird vielleicht auch eine, sagen wir mal so, ein Test, eine Testausstellung, eine kleinere geben. Und dann mal schauen. Wenn es gefällt, gibt es vielleicht noch einen Termin oder mal woanders, dass wir es ein bisschen größer machen. Ja, aber das ist noch Zukunftsmusik. Jo, ich würde das gerne natürlich in Verbindung mit Helmut machen. Muss ich mal schauen. Weil Helmuts Arbeit ist natürlich umfangreich, aber sie ist es wert, gezeigt zu werden und auch darüber zu informieren. Jo, gut, dann seid nicht zu traurig. Unser Paschulke hat uns sehr viel zum Lachen gebracht und er hätte es gewollt, wenn wir jetzt lachen und an ihn denken. Also, alles Liebe und abschalten. Ich drehe noch eine Runde. Tschüss, Herr Nachbar.